Hallo Freunde, was geht? Hier ist wieder euer David. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Workshops für Zwischendurch. Wir sehen und hören es, es ist am Regnen draußen und ich war eben viel spazieren gegangen, bevor es angefangen hat zu regnen. Und den Grund dazu erfahrt ihr jetzt. Es gibt sehr viele verschiedene Aspekte, warum ich gerade eben draußen war und spazieren gegangen bin. Diese Aspekte möchte ich euch jetzt gerne erklären. Aspekt Nummer 1 ist, ich möchte keine Erkältung, keine Grippe haben, sondern ich will einen gesunden Körper haben und ohne Tabletten oder Medizin auskommen. Und das mache ich eben, indem ich bei jedem Wetter draußen bin. Und dabei ist es mir fast egal, welches Wetter draußen ist. Es spielt fast keine Rolle. Und deswegen die Bitte an euch, geht raus, egal bei welchem Wetter, denn es spielt keine Rolle, wenn man einen gesunden Körper haben möchte. Es ist kein Scherz, es ist tatsächlich so der Fall. Es hat sich bei mir immer bewährt. Ich bin gesund durch das Jahr gekommen. Ich habe höchstens ein bisschen Schnupfen gehabt, aber das war es auch. So, das ist der Aspekt Nummer 1. Jetzt kommt der wichtigere Aspekt und das ist der Aspekt Nummer 2. Der Körper muss fit bleiben. Wie man bekanntlich weiß, ist das Schlagzeugspielen immer wieder eine sehr hohe körperliche Herausforderung, die der Körper meistern muss. Und damit der Körper das meistern kann, muss man sich halt eben viel bewegen. Und ich mache es halt eben in der Form, dass ich halt eben rausgehe, spazieren gehe oder mich aufs Fahrrad setze und dann durch das gesamte Jahr mit dem Fahrrad durchfahre, um meinen Körper für das Schlagzeugspiel fit zu halten. Und dabei gibt es jetzt mehrere untergeordnete Aspekte, und zwar die Ausdauer, Kondition und Kraft. Das ist ganz wichtig, dass der Körper gute Ausdauer hat, weil wenn er nur geringe Ausdauer hat, dann kann man über längere Zeit kein Schlagzeug spielen. Ganz einfach. Dann die Kondition der Körper, habe ich ja gesagt, muss in einer guten Verfassung sein, damit das Konzentrieren hier im Kopf funktioniert, damit auch der Körper alle Bewegungen, die es braucht, umsetzt und damit daraus ein schönes Schlagzeugspielen wird. Und dann natürlich auch die Kraft. Der Körper braucht eine gewisse Kraft, damit der Körper erstens eine gewisse Kontrolle über die Stärke des Schlags oder der Höhe des Schlags ausüben kann, dann braucht er natürlich Kraft, um entweder das Schlagzeugspielen leise zu halten oder laut oder alles dazwischen. Eine gewisse Kraft muss halt eben auch da sein, sonst funktioniert das nicht. Sonst kann man das Schlagzeugspielen nur leise ausüben, was natürlich gut ist, wenn man Jazz oder leisere Musik spielt, aber für Rock oder Metal oder andere laute Musikrichtungen ist der Körper dann schlussendlich nicht für geeignet. Da bedarf es halt eben tatsächlich eine gewisse Kraft, um auch die Lautstärke der Musik hinzubekommen. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass der Körper diese drei
kleinen, aber hochwichtigen Aspekte beibehält. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Aspekt, und zwar ist das der Aspekt Nummer 3. Es befreit die Sinne, richtig. Man kann, wenn man viel Stress hat, nach draußen gehen, an die frische Luft und einfach das genießen und einfach, ja, quasi ganz ruhig und gelassen den Dampf ablassen, indem man ganz ruhig und gelassen spazieren geht und einfach nur spazieren geht und sich dabei nicht so viel denkt. Es ist wirklich so der Fall, dass der Körper sich dadurch ein wenig regeneriert und es tut wirklich gut, glaubt es mir, es ist wirklich so. Und ja, das war im Grunde dieser Workshop. Also ich fasse es nochmal zusammen. Die Bewegung an der frischen Luft kompensiert das Schlagzeugspielen. Es bewirkt, dass der Körper gesund ist und dass der Körper dazu in der Lage ist, das Schlagzeugspielen zu ermöglichen. Und ich bitte euch darum, das, was ich in diesem Video gesagt habe, auch wirklich umzusetzen, damit euer Leben doch ein wenig mehr gesünder ist. Und ich weiß, ich bekomme es immer wieder gesagt, aber ich kann euch versichern, mein Körper ist gesund. Ausrufezeichen, 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 Ausrufezeichen. Es braucht sich kein Mensch um meine Gesundheit zu Sorgen zu machen. Ich bin fit, ich bin gesund, ich habe Kraft, ich habe Power, ich habe Ausdauer, alles ist vorhanden, auch wenn es momentan noch etwas schwach ist, weil es eben nicht oft die Möglichkeit gab, sich wirklich mal draußen zu bewegen, weil ich war zwar viel draußen und das Wetter war ziemlich ekelhaft und deswegen hat auch mein Körper darunter gelitten und jetzt möchte ich ihn wieder auf den Punkt bringen, dass er wieder richtig fit und gesund wird. Und dadurch werde ich ab jetzt des Öfteren auch mal draußen einen Spaziergang betätigen, damit der Körper wirklich so fit ist, dass ich sagen kann, ich habe keine Erkältung, ich habe keine Grippe, ich bin kerngesund. Ja, das war's also mit diesem Video. Vielen Dank fürs Anschauen, vielen Dank fürs Abonnieren, vielen Dank, dass ihr so häufig und oft meine Videos angeschaut habt. Ich werde irgendwann ein spezielles Video dazu machen, weil es einfach der Knüller ist, was in den letzten paar Monaten passiert ist und dazu noch einmal ein fettes Dankeschön an euch und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao!